Hallo liebe Freunde des entspannten Laufens, es ist Donnerstag, Zeit für einen kleinen Entspannungstipp und zwar soll es heute um den Powernap gehen. Ich bin ein Riesenfan vom Powernap, das heißt vom Mittagsschlaf oder vom Nachmittagsschlaf. Das kommt vielleicht ein bisschen daher, dass ich früher in der Pflege gearbeitet habe und Frühdienste habe und hatte und um 4.30 Uhr aufgestanden bin. Ich war um 15 Uhr schon völlig im Eimer. Und habe mich dann einfach nach der Arbeit direkt erstmal ins Bett gelegt. Oft war das dann zu lang, da war ich danach noch platter. Aber manchmal gab es eben genau diesen Moment, wo ich dann gerade so wieder eingeschlafen war und dann wach wurde und mich wieder topfit gefühlt habe. Deshalb bin ich ein Riesenfan davon, einen Powernap zu machen. Adenosin sorgt dafür, dass wir müde werden. Das heißt, über den Tag häuft sich dieses Hormon an und besetzt bestimmte Rezeptoren und dadurch werden wir müde. Und wenn wir einen kleinen Nap machen, dann wird das wieder abgebaut und wir fühlen uns danach wieder frisch und können kreativ ans Handwerk wieder gehen. Alle Hirnleistungen funktionieren wieder besser. Warum ist es so wichtig, warum beharre ich immer wieder darauf, Entspannung mit ins Leben einzubauen? Ihr müsst euch das so vorstellen, das Herz zum Beispiel, das spannt ja auch an und entlastet. Das kann ja nicht nur einfach schlagen. Und wenn das Herz schlägt, dann wird sauerstoffreiches Blut in den Körper gepumpt und wenn es nicht schlägt, dann entspannt es sich und saugt tatsächlich das sauerstoffarme Blut aus den oberen Hohlen und unteren Hohlenvenen wieder rein. Das heißt, beide Phasen sind genau gleich wichtig. Anspannung, Entspannung. Und das ist im gesamten Körper so. Das heißt, immer dann, wenn wir irgendwie nach draußen gehen, Energie abgeben, müssen wir uns anspannen, oder häufig. Und wenn wir eben entspannen, kommt die Kraft zu uns zurück, die Energie. Beim Schlafen sind wir entspannt. Das heißt, wir kommen in eine starke Muskelrelaxation rein und zwar schon nach 10 Minuten circa. Es reicht also aus, 10 bis 20 Minuten einzuschlafen mittags. Länger sollte das gar nicht der Fall sein, denn nach 20 Minuten kommen wir eben schon in die REM-Phasen des Schlafs, in diese Rapid-Eye-Movement-Phasen und da ist es so, dass wir dann so tief und so stark einschlafen, dass wir danach uns wie gerädert fühlen. Also wenn wir jetzt irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde Mittagsschlaf machen, das ist eher nicht dienlich. Und damit es eben so kurz bleibt, 10 bis 20 Minuten, gibt es einen einfachen Trick, den man anwenden kann und den will ich euch jetzt hier zeigen. Du legst dich einfach auf eine Couch, auf ein Bett oder wie hier auf einen Baum und hältst einen Schlüssel in der Hand. Und da an der Stelle, wo du den Schlüssel aus der Hand wirst fallen lassen, da ist dann eben die starke Muskelrelaxation. Hier wird eben ein starker Entspannungsreiz gesetzt und in dem Moment, wo der Schlüssel runterfällt und du dadurch wach wirst, in dem Moment merkst du das meist, ist der Schlaf auch schon beendet. Darüber hinaus muss es nicht gehen. Kaffee hat eher eine negative Auswirkung auf den Mittagsschlaf. Der Kaffee hindert das Adenosin daran, die Rezeptoren zu besetzen und dadurch können wir schlecht einschlafen. Deshalb sollte man, bevor man einen Mittagsschlaf macht, so 2 bis 3 Stunden auf Kaffee verzichten. Also eher morgens Kaffee und dann vielleicht ganz direkt vor dem Mittagsschlaf kann man eine warme Tasse Kaffee trinken. Das macht direkt eben so einen parasympathischen Reiz auch im Darm oder im Magen, weil eben was Warmes da ankommt und auch Verdauung gestellt wird. Und dann direkt schlafen. Wenn man dann die 20 Minuten geschlafen hat, dann darf der Kaffee danach ruhig seine Wirkung entfalten. Aber dieser Mittagsschlaf, der ist ja notwendig. Und wenn ich mich schon vormittags durch hohe Kaffeedosen daran hindere, dann ist das eher nicht so dienlich. Mittagsschlaf ist in Deutschland kaum toleriert vom Arbeitgeber. Also da gibt es nur wenige Firmen, die das wirklich fördern, dass man da Rückzugsräume hat. Das ist in anderen Ländern anders. Da gibt es ganze Ruheräume, die wirklich ansprechend auch gestaltet sind. Und ich kann dir da nur sagen, mach dich dafür stark, dass du da Pause machen darfst. Aber auch wenn du jetzt aktuell zu Hause bist und irgendwo eher im Hausmann oder Hausfrau bist, dann versuch da Freiräume zu kriegen, sprich mit deinen Angehörigen darüber und nimm dir diese Zeit für dich.
Das kommt allen zugute, weil du danach leistungsfähiger, kreativer erst wieder bist. Also diese kreativen Zentren, die werden dann erst wieder aktiviert. Frühere Philosophen, Schriftsteller und so weiter, die wussten, dass Muße und Müßiggang eben das ist, was am Ende die Kreativität hervorbringt. Und darum geht es doch, ein kreatives Leben zu führen und nicht nur zu funktionieren. Ja, nächsten Donnerstag soll es einen neuen kleinen Hinweis oder einen neuen kleinen Tipp geben, da wie du dich entspannen kannst. Und ich wünsche dir eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende mit ganz tollem Wetter, hoffe ich für dich. Und bis ganz bald, euer Pelle.